Ja, also heute bin ich mal hier, der Lukas, weil der Tobi irgendwie, der ist vorhin rausgegangen und ich saß hier so am Computer und dachte so, ja, mach ich halt mal, hab ich so gefunden. Soll ja angeblich gutes Spiel sein. Mögen ja irgendwie so viele Leute. So Black Ops, so eine Zombie. Oh, was geht denn? Ja, also jetzt war. Wie schwarz kann man sein? Da fängt er einfach. Was ist das denn hier? Nein. Wir spielen Herrschaft auf Lockdown. Und ja, das ist natürlich nicht mein Gameplay. Das hier ist erspielt von einem gewissen X the Dreamer. Lukas, für dich gegrüßt. Ja, Spezialistenbonus und G36C Rotpunktschalldämpfer dazu mit einem schwulen Rotpunktvisier. Die G36C mit schwulem Rotpunktvisier und einem schwulen Schalldämpfer, genauso wie die MP9 auch mit einem schwulen Schalldämpfer und einem schwulen Nicht-Rotpunktvisier. Und außerdem, ja, was gibt es noch zu sagen? Spezialisten-Extras mit am Start. Ja, und Lukas ist hier auch schon, ja, ganz schnell dran. Ja, hat seine Spezialisten-Extra-Dinger-Bummens da auch schon ganz schnell. Ja, was hat er jetzt hier? Jetzt verteilt er die ganze Zeit den C-Punkt da oder was? Was macht er jetzt? Jetzt geht er hier oben rein, ja. Das sieht sehr gut aus. Oder halt eben auch nicht. Ja. Und wir werden jetzt ein Gameplay sehen, in dem er sich fast nur hier in diesem C-Bereich aufhalten wird. Aber ja, wir werden dann mal sehen, zu was das führen wird. Ja, im Videotitel habt ihr das ja bestimmt dann auch schon gelesen. Ich weiß, es nimmt die Spannung weg, aber Finger im Po, Berlin. So, also. Er wird sich halt so ziemlich nur in diesem C-Bereich aufhalten. Ja, Ausflüge wie diese, sehr selten. Das ist übrigens ein wunderschöner Spawn-Fail. Herrlich, und dieser Gegner war einfach nur absolut schwarz und dumm und dumm und schwarz. Ja, und dann, die machen es ihm ja echt nicht schwer. Die laufen mir mehr alle immer rein die ganze Zeit. Ja. Und ich finde, das ist trotzdem Gameplay. Also, Action geht ja, ne? Das ist ja jetzt nicht das Problem. Und was wir jetzt hier auch sehen, wird jetzt hier immer gleich die Treppe links nach unten laufen. Und dann wird er immer hier mal mit gucken. Allerdings, ja, erstmal C einnehmen, da kriegen wir so einen dämlichen Punkt, dann ihn noch töten. Und er ist halt dann wirklich gleich drauf und dran, immer diesen Gang jetzt geradeaus rechts zu bewachen. Und ja, da wird er sich jetzt aufhalten die ganze Zeit. Schön Dropshot muss auch dabei sein. Sein schwules Rotpunktvisier ist echt schwul. Habe ich ja schon gesagt, dass sein Rotpunktvisier schwul ist, weil es ja ganz schön schwul ist. Und außerdem noch schwarz und schwul. Und schwarz. So, weiter. Ja, er sieht jetzt auch auf diesem, ja, verbesserten Drohnen-Dingen, dass die da alle rumpimmeln. Und dann, ja, er wird sich, wie gesagt, jetzt hier immer C und dann die Treppe runter. Ist eigentlich eine ganz einfache Taktik, um eine Moab zu erreichen. Und ich finde das Gameplay eigentlich, ja, so für zwischendurch, ist ja mal ein nicer Dicer. Er wird jetzt hier, was macht er denn jetzt hier? Spider-Man, er nimmt doch unten rechts den, du Dulli. So, da haben sie eine AC-130 oben und jetzt weiß er, dass da einer kommt, weil der Gegner da ja gerade hingelaufen ist. Also wird er bestimmt gleich irgendwo von da kommen. Achtung. 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 Achtung! 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 Und da liegt er. Bam! Ich hab so recht gehabt. Ja. Und nun sehen wir auch, Just for Fun ist jetzt offline und ja, jetzt läuft es natürlich auch viel besser bei ihm. Ja, C-Flagge haben sie wieder verloren hier. Und er macht jetzt hier weiter sein unkluges Spiel. Oder halt auch nicht. Ja, das ist jetzt nicht seine Moab, sondern von jemand anders. Ja. Und bam! Noch ein Messer. Und dann, ja, eiskalt. Und da schlägt die Moab zu. So muss das aussehen. Und ja, übrigens habe ich das Gameplay mal ein bisschen vorgespult, weil, ne, kann man sich ja doch ein bisschen Zeit sparen. Kann ich mir Zeit zum Rendern sparen. Und außerdem geht das doch ein bisschen locker flockiger von der Hand. Und er macht das hier schon ziemlich gut. Nimmt C jetzt ein. Nochmal so einen schwulen Punkt. Ja, wegen seiner schwulen G63C mit schwulem Rotpunktvisier. Könnt ihr ja selber sehen. Und dann, ja, das nennt man kolossalen Fail. Und so, ja, das zeugt von höchstem Skill. Hinter ihm ist zwar gerade einer runtergesprungen, interessiert ihn aber gar nicht. Weil er es wahrscheinlich selber nicht mitbekommen hat. Und ja, da will auch noch einer sich vom Acker machen, will sich abseilen mit, with his not vorhandenen Abseiling Skills.
Und dann, ja, was er hier jetzt weitermacht an C, das ist ja, C ist seine Flagge. C wie Lukas, passt doch. So. Weiterhin, ja, er gibt hier wirklich alles. Und er war da wirklich. Es ist meiner Meinung nach kein Campen, was er macht. Also Campen, ne, hat was anderes an sich. Er ist ja wirklich hier ständig in Bewegung. Überwacht, ja. Ja, okay, überwachen und campen. Aufgeschissen, ja, jetzt hat er sich gecampt, weil ich das gesagt habe. Ja, sein schules Rückpunkt hat er jetzt auch nochmal wunderschön zum Ausdruck gebracht. Aber ja, jetzt muss er sich mal beeilen, ne? Mein Freund, das Spiel ist gleich vorbei. Ich würde jetzt mal hier, ne? Ich würde mal pupsen. So, den hat er jetzt getrost gelassen und jetzt wird's spannend. So, was macht er jetzt da oben? Ah, nee, den kriegen wir nicht. So, und jetzt, ja. Jetzt bist du am Arsch, Lukas, ne? Ja, jetzt lässt das dann auch bleiben. Ist ein ganz feiger Hund und ja, da kriegt er seine Moab mit dem P9. Mit einem wunderschönen Kill auf eine Distanz. Und er, ja, lässt sich jetzt zur Zeit. Lässt sich feiern. Und dann ganz unspontan hat er diesen Kill gekriegt. Wie auch immer. Ja, er wird die Moab erst kurz vor Schluss reinhauen. Und zwar dann jetzt. Und jetzt nimmt er dabei noch die C-Flagge ein. Das ist klug gemacht. Jetzt kriegt er nämlich nochmal so einen Schulpunkt. Und keiner kann ihn daran hindern. Noch ein Messer. Sollte wahrscheinlich gegen den LKW oder was auch immer gehen. Und ja, alle Positionen abgeriegelt. Und er findet jetzt auch gleich wieder die ersten Gammler. Schon hat die Moab zugeschlagen. Sie gammeln schon wieder. Ja, im Haus bist du auch nicht von der Moab sicher. Ja, gut. Das soll es gewesen sein. Das Ganze, ja. Ein ja, 7 Minuten langes Video. Ungefähr. Bisschen weniger. Ja, das ist natürlich. Das macht MW3 aus, dieses grandiose Messersystem. Und ja, dass er befördert wurde, geht uns am Arsch vorbei. 31:0. Ich darf mich verabschieden von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, dann.